Folge 235 von Simotrans. Wir wollten die V2 ausmustern, indem wir diese Linie in die andere integrieren. Dieser hier, der hat die Linie Getreidehof Mühle und die geht ja über den zweiten Bahnhof darüber weg. Deswegen können wir dann auch definitiv hier diese Linie ändern. Das heißt, Radolfzell Süddeutscher Hof ist hier. Mach den mal nach da unten. Und den können wir schließen. Und dann machen wir da, glaube ich, einfügen. Und dann kommt der Bahnhof da noch mit rein. Lehntalstraße ist dann da drinnen. Das heißt, das ist soweit gut. So, das bedeutet, das können wir schließen. Das ist umgeändert. Und damit sollten wir eigentlich den zweiten Zug, die V200 hier, nochmal, der hier fährt, zu Radolfzell Linienstraße fährt, können wir alle ausmustern. Ist ja nur einer drauf, passt schon, ne? So, das bedeutet, er fährt zum Depot. Da ist er gleich da. Was haben wir jetzt hier? Hier warten die Passagiere am Bahnsteig. Die brauchen wir nicht. Er hat jetzt neuen Fahrplan gekriegt. Will ich mal hoffen. Ja, hat er auch schon. Wunderbar. Der ist jetzt gleich da. Warte mal, hier müssen wir noch Getreide Radolfzell. Und was war er hier? Getreide Radolfzell. Achso, Getreidehof Mühle. Getreidehof Mühle. Über Lilienthal. Straße war das ja, ne? Und lass uns das gerade noch gucken. Ja, über die Interstraße. Passt. Enter. Blödsinn. Kannst du Getreideradelzelt kannst du löschen, weil richtig ist nur der da. Getreidehof Mühle. Und da muss über Lilienthal Straße. Schuss. Passt. So. Der hat das Getreide, glaube ich, für die Dinge ins Klosterbrauerei eingebracht, ne? So, aber da steht ja keiner, ne? Die wird wohl voll sein, ne? Ja, Gerste ist genug da. Das heißt, hier fahren auch irgendwelche LKWs hin und her, wo es gar keinen Sinn macht, dass die hin und her fahren, oder? Eigentlich müssten die hier stehen und warten. Connections. Brauerei Markt. Hopfen. Getreidebrauerei. Klosterbrauerei, Linienstraße, genau die sind's. Und kann erstmal definitiv. Ne, Fahrzeugdetails ausmustern. Weil wenn da einer kommt, dann reicht es auch mit zwei Fahrzeugen. Und dann ist das nächste, der nächste Punkt, dass wir da Getreidebrauerei auch vielleicht wahrscheinlich was Effektiveres haben, ne? Ja, das ist schon das passende. LKW. Na komm, dann können wir das besser so machen. Gerste. So, da haben wir den hier. 80.
Geschwindigkeit ist gleich 50 Cent, 49 Cent. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Sind beide gleich. Kriegt den Anhänger. Ich hoffe, Haltlänge 1 passt. Und die Linie hieß Getreidebrauerei. Der da. Kopieren wir und starten die beiden. Der fliegt raus. Und der da kriegt den Fahrplan einmal gesetzt. Nicht da, sondern da. Der soll einmal dahin fahren und leer machen. Die 19 Tonnen noch wegbringen. So, hier sind wir durch. Der hat 26 Tonnen und der hatte 19. Ne, hat auch 26 Tonnen. Also da haben wir uns nicht verbessert, aber ist ein besseres Modell. Gut, dann ist das so. So, und dann wäre aber noch interessant, dass die Linie auf der Lilienthalstraße eigentlich, ach, ist ja schon auf 100%. Die stehen da jetzt auch beide. Und er hier kann jetzt ausgemustert werden. So, jetzt sind die beiden da und das passt. War wohl doch auf 100%, hatte ich nicht gesehen. Ups, knapp daneben ist auch vorbei. So, die stehen da, alles ist gut. Das kann zu. Er wartet noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist der Dingens Lilienthal auch fünf lang? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ne? Eins. Ja, passt. Und der fährt noch bis da dann. Und der hat nichts geladen, da kommt auch nichts. Klosterbrauerei braucht ewig. Und hier Weizen, ja, ist auch ohne Ende schon da. Gut, dann haben wir den abgefrühstückt. Das war unser Ziel, das haben wir erledigt. So, jetzt gehen wir mal in eine Liste, Fahrzeugliste und gucken mal nach Gewinn. Ja, der fährt nicht mehr durch die Gegend, den hatten wir letztes Mal angepackt. Jetzt haben wir den nächsten, der hier durch die Gegend fährt. Wo ist denn das? Das ist da. Der fährt Palettenstückgut und der fährt landwirtschaftliche Güter. Wo ist denn das hier überhaupt? Aha, okay. Der fährt jetzt von hier nach da, genauso wie der andere auch, beide. Das heißt, es sind sowieso zwei auf Linie, ne, oder? Ach, drei sogar. Alle fahren diese schicken Minuszahlen ein, das heißt, ausmustern. Und den haben wir auch erstmal ausmustern, oder? Ja, komm weg damit. Einer reicht. Und der ist jetzt gerade da. Der fährt jetzt mit Stückgut durch die Gegend. Den müssen wir jetzt mal beobachten, oder wie sehe ich das? Verfolgen. Und gerade mal schneller machen. Da hat er 0. Ja, kann natürlich sein, dass wir da jetzt was falsch gemacht haben, weil er wieder voll ist, ne? Der fährt jetzt gerade die Südfrüchte durch die Gegend. Aber ich schätze mal nach... Ah, landwirtschaftliche Güter hat er jetzt auch mit, also keine Nullnummer zurück. Da kommt das. Ah, vielleicht war das noch nicht so eine gute Idee, die runterzunehmen. Aha. Jetzt fährt er mal so ein bisschen plus ein, ne? Also wirklich plus nicht, ne?
So, jetzt ist der gleich da. Gucken wir mal im Bahnhof. Wo will ich denn da von den Südfrüchten? Aha, 270, 171. Der nimmt bei beiden mit. Für die Tierfutterfabrik wird auch Weizen hin transportiert wohl. Machen wir den wieder zu. Mach grad schneller. Und hier fährt er hin unter der Tierfutterfabrik. Alles klar, die 1762. War vielleicht nicht so eine gute Idee, den Zug da wegzunehmen. Naja, das heißt, wir müssen da mal was Effektiveres bringen. 1, 2, 3, 4, 5. Der ist zu kurz schon mal alleine. Und da oben, der hat sogar 6. Könnte man das hier verlängern? Nicht wirklich. Dann lass es bei 5. Der Michael Friedrich hat erst geschrieben, dass wir es länger machen, aber da müssen wir den auf jeden Fall länger machen, ne? So, der macht mal nicht laden. Wir gehen aber auf die Linie kurz. Wir brauchen Paletten und landwirtschaftliche Güter waren das. Steht hier, ne? Einmal zum Bingens. Lokschuppen. Wo war der? Da ist er. Elektrotraktion, nein, Loks. Da steht nur einer von dem im Depot. Schnell sind eigentlich unsere Gleise, die wir hier gelegt haben. 160 km/h. Und die fährt 120. Hundertfünfzig fährt die hier. 552. Die fährt 160. 344. Die ist zu schnell dafür, die Gleise. Sollten vielleicht hier die GR112 jetzt nehmen. 262. 344. Was haben wir noch hier? Das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. 120, 120. Ja. Sieht nach dem da aus. Nach der da aus, ne? Das ist alles Diesel. Die ist zu schnell und wahrscheinlich auch nicht effektiv dafür. Ich glaube, wir nehmen mal die ins Rennen. So, und dann brauchen wir noch Waggons dahinter. Was hat man landschaftliche Güter? Ich glaube, das ist Flachs, ne? Ja. So, das sind 26 Tonnen, 52 Tonnen. Da geht schon ziemlich viel. Wir hatten 5. Dann brauchen wir jetzt noch die Paletten. Was war denn auf Haushaltsgeräte? Sind auf jeden Fall wohl auf Paletten, ne? Ja. 54 Paletten, 20. Also diese hier. Das ist halt wieder doof, ne? Einer zu viel. So, wie viel kann der jetzt insgesamt laden? Konnte man das nicht irgendwo sehen? Ich glaube ja, ne, oder? Höchstgeschwindigkeit nur noch 100 km/h. Oh, super, die Lok, oder? Das bedeutet, die mal weg. Voranstellen ist angesagt. Nur eine andere Lok auswählen.
Wenn ich die nehme, ist es auch 100 km/h. Okay. Die kann 200 fahren. Schafft aber auch nur 100. Die können ja nichts. Die schafft auch nur 100 km/h. Ach, die Anhänger können die schneller wahrscheinlich. So sieht's aus. Ja, tatsächlich. Das ist ja dann wieder richtig gut gelaufen, ne? Dann können wir den ja lassen. Güterzug Döbel Nant. Ist dieser. Der ist ja auch schon veraltet, wie wir sehen. Und hier sind es 150 ungefähr. Ja, das ist 200, also das hat sich jetzt nichts getan. Aber irgendwie war 93 bei dem anderen, ne? Kann das sein hier? Ja, da haben wir jetzt ja mehr. Gut, das haben wir. Kopieren das Ganze und starten das Ganze. Findet keinen Weg mehr. Ah, wir müssen wahrscheinlich irgendwo Elektroleitung machen, weil das eine Diesellok ist. Wo fährt die jetzt gerade rum? Nicht laden, zum Depot. Gut, das kann weg. Irgendwo steckt einer fest, aber die fahren schon wieder, alles klar. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo da die Dingens fehlen. Ah, hier fehlt es überall. Gut, das bedeutet da und Oberleitung 210, da gibt es ja nichts Langsameres, ne? Ah, toll, den wollte ich haben. Ist das denn die Oberleitung? Warte mal, Oberleitung Standard? Ja, das ist ja dann effektiver, oder? Weil 160, schneller fahren wir ja sowieso nicht. Frühe Version ist das aber nicht, ne? Oberleitung Standard. Ich hoffe immer, das ist so richtig. Hä? Ah, jetzt hat er es gemacht. Da hat er es auch gemacht. Und ich glaube, der Rest ist ja elektrifiziert, ne? Das bedeutet, der fährt noch nach Hause. Und die kann jetzt starten und die kann auch starten. Jetzt geht's. So, dann kann der, muss ja ins Depot, genau, der braucht noch ewig dahin. Das wird sich gleich erledigt haben. Das können wir schließen. Und die beiden fahren jetzt die ganze Sache durch die Gegend. Jetzt haben wir hier 162 anstatt 93. Das ist schon mal eine Nummer besser. So, da kommt er. Ne, das ist ein anderer. Das ist der, den wir dann in der nächsten Runde wahrscheinlich machen. Gut. Hä, warum steht denn der vorm Bahngleis? Kommt da jetzt ein Krankenwagen? Aber der hätte auch keine Vorfahrt, ne? Okay, dann muss es da irgendwo einen Rückstau geben. Schranken waren sogar unten. Da schau ja an. Da steht einer im Weg. Wie läuft das jetzt? Ah, da kommt einer raus. Kurz noch beobachten. Ah, jetzt ist er weg. Alles klar, erledigt. Den können wir jetzt noch ausmustern. Was ist denn das für einer hier? IC E1, okay. Ach so. Verkaufen. Die verkaufen wir jetzt gerade mal alle. Ein paar Gongs. Auch weg. Gut. Erledigt. Die beiden fahren jetzt wahrscheinlich auch effektiver. Können wir schließen, sind wir erstmal mit durch.
Okay, dann gucken wir nächstes Mal hier weiter. Hier ist auch noch so ein Dieselfahrzeug, was 91.000 verschlingt. Ja, da müssen wir nächstes Mal reingucken. Da war aber hier auch noch, ich glaube, der hier hinter steht jetzt, der ist auch noch so ein kleiner Lütter, den wir da auch noch bearbeiten müssen wahrscheinlich. Wie wir so viele hier noch bearbeiten müssen. Wahrscheinlich ist der hier gerade das, der da lang fährt, ne? Jo, genau der ist es. Der muss auch bearbeitet werden. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid, falls ihr noch kein Abo habt. Okay, ich glaube, geht, oder? Und da steht hier einer, nein. Das war falsch. Schnell, andere Taste. Doch, da steht ein Zug hinter. Findet keinen Weg mehr. Warum findet er keinen Weg mehr? Wahrscheinlich, weil hier keine Oberleitung ist. Das müssen wir aber gerade noch machen. Mal gucken, ob der da oben rausfährt. Also der fährt auf jeden Fall. Den haben wir ja gerade auch gemacht, oder? Wahrscheinlich hat der andere jetzt Vorrang gekriegt, ne? Ja, der fährt jetzt auch. Alles klar, hat sich das auch erledigt. Okay, dann würde ich sagen, ne? Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben. Dann kriegt ihr auch von mir eine Antwort auf jeden Fall. Mache ich immer gerne und reagiere auch ganz gerne darauf. Und sonst, was machen wir sonst noch, ne? Da fehlt auch noch ein Dingens. Jetzt haben wir das auch, dann kann er auch lang gefahren werden. Ja, Video auf anderen Kanälen teilen war auch noch angesagt, ne? Glocke hatte ich gesagt. Daumen hoch, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war das Erste, was ich gesagt habe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao!